Auto. Rechts haben wir. Haben wir ein SUV. Wir haben Airfield, einen Helikopter. Ich glaube, der fliegt aufs Airfield. Ja, da fliegt der Nittlebird. Können wir schießen? Ein, zwei Sitze. Ne, wir dürfen hier nicht schießen. Oh, da hat da schießt einer. Aus der Stadt. Wollen wir da hingehen? Ja. Perry kann ja mit dem Auto nachkommen. Ob das vielleicht Bots sind? Genau im Osten. Oder das waren Spieler. Ja, ich glaube, auch waren Spieler. Hat. Bots schießen nicht so hinterher direkt. Die wenn die dich einmal sehen, schießen dann auch auf den Punkt ein paar Minuten später. Also ich bin schon losgelaufen, ne? Ja, ich auch. Klar, hab Auto. Okay. Wir gucken hier eben in der Stadt, das müsste östlich von der Stadt sein. Genau im Osten war das. Ich sehe da einen dicken Truck, ich sehe da einen dicken Truck. Genau im Industriegebiet ist ein dicker Truck. Hey. Das ist ein Red Metal Compound, ja? Ja, ja. Hinter uns ist ein Zombie. Du bist auch hier? Oh ja. Da kommt auch Perry. Kannst du mir den Zombie vielleicht abnehmen? Hab selbst. Ja, warte. Ah, ja, der hat mich. Bin schon an euch vorbei? Ja, ja, schon lange. Der hat ja im Prinzip einmal um sich selbst geschossen, das heißt, er kann nicht im Metal Compound selbst gewesen sein. Davor vielleicht. Truck sieht auch, da oben ist eine Cinderblock Wall. Ihr könnt wirklich für seine Base gebaut haben, ja. Hier hat wer seine Base. Wo denn? Hier in dem riesigen Metal Compound. Okay, ich laufe da gerade drauf zu. Ja, ich bin echt direkt da. Ja, der Blitz erschreckt mich jedes Mal. Oder was ist das mit der Cinder Wall? Oh ja. Sie und Wahl. Da oben ist Nilbert gelandet. Der hätte da oben drauf sein können. Seid ihr da vor der Base? Ja, da sind wir. Kannst du ein bisschen fahren, dass du dich vielleicht anschießt oder so? Guck mal, dass du den Berg hochfährst, Richtung Airfield. Die Richtung? Genau. Aber so ein bisschen Zickzack fahren. Wir haben auf jeden Fall auch einen Little Bird. Oh, wo kommt's dicht her? The Perry! It's a Perry Countdown! Sicher, dass jemand ist? Ja. Hier kamen Schüsse. Vergessen. Ich würde gerne den LKW anschauen. Ich gehe mal zum LKW. Ich würde gerne den UAZ anschauen. Ich muss mal nach dem UAZ gucken, ob der gelockt ist. Nein, ist nicht gelockt, ich steig ein. Aber bist du der pinke SUV Perry, dein Ernst? Der hier ist auch nicht gelockt. Okay, zum Trader? Ja. So. Oh, diese Mission, ne? Diese Treasure Mission ist direkt bei uns. Wo genau?
Nicht weit weg. Ja, danke, Perry. Was denn? Hast du dich gerade voller Kanne nach links gedrängt? Nein! Nein! Ich bin nur auf der Straße gefahren. Und dem Hindernis ausgewichen. Okay, dann lass schnell die Autos verkaufen und dann. Wir fahren jetzt nach Weaver, ne? Also müssen wir aufpassen. Ich will nach Leuten Ausschau halten. In der Tat. Ich habe leider in der Nacht extreme Probleme. Hier könnten die Schüsse hergekommen sein. Die halb zerfallene Base? Ja. Sag mal, guck mal, ob wir da vielleicht mit 000 was looten können. Würde ich sagen, die Saves könnten vielleicht interessant sein. Vielleicht 000. Vielleicht haben wir Glück. Ich teste mal rum, ne? Ja, ich auch. Ich teste den Einzelstehenden hier. Null. Die haben hier sogar so eine Tankstelle. Incorrect. Jetzt nicht. Wenn du einmal eingegeben hast, musst du noch gucken, ob da Open Lock Safe steht. Ey Leute, ich hab uns ein Wotting besorgt. Lol, der ist nicht mehr gelockt oder was? Oder hast du den Key irgendwo gefunden? Nee, der ist nicht gelockt. Wann kommt dann die Gunrigs oben dran? Oh, Alter, ich hab M110 gefunden. Ich hab zwei M110 gefunden. Welche ist denn die M110? Boah, La Puas. Alles in den Wotnik packen. Ich würde gerne M110. Ist im Wotnik. Wir brauchen bei dem R-Magazine. Ne, La Pur. Ich habe mir mal die La Pur mitgenommen. Alle keine Magazine. Ne, die hat mir gerade einer gesnickt. Die Sache ist, wenn wir das alles verkaufen und den Wotnik auch, ich glaube, wir würden da sogar ein Safe rausbekommen. Ja, ist ein Safe. Ja, lass mal den Wotnik echt verkaufen dann. Der hat eh keinen Key, damit können wir nichts anfangen. Moment. Ich hab das Gefühl, dass irgendwie seit dem Game, also seit gerade das. Er fährt mit dem Wotnik weg. Ich bin das. Damit man da ein bisschen drankommt. Ich hab das Gefühl, dass da seit dem Restart irgendwie das mit den Autos ein bisschen verbuggt ist. M110 SD sogar. Echt? In dem anderen oder was? Warte, in den Woodcrates könnte auch noch was drin sein. In den Woodcrates kommt man aber nicht. Keine Magazine dafür. Wohl doch, ein Magazin ist dafür. Und da steht sogar die Plotpole noch. Botnik ist voll an Waffen. Auto. War da La Pur Magazine? Wo? Ich hör's nur. Schöne Donner. Da vorne. Oh ja. Kommt das auf uns zu? Fährt durch die Stadt. Leg mich mal hier hin, falls in die Richtung fährt. Hat angehalten, oder? Hat's angehalten? Also La Pur Magazine waren da keine, ne? Weil Antje antwortet mir. Nee, da war für alle Waffen keine Muni. Fährt weiter. Fährt Richtung Stubble. Du könntest mal in den ganzen Woodcrates hier gucken. Wenn du Glück hast, haben die da die Muni. Ja, die Woodcrates hier unten. Okay. Dann hier ganz. Forest Car Monets, nochmal ein paar Building Sachen. Dann versucht so Lampen. Viel Sachen, die man verkaufen kann, mitzunehmen. Weil Lumber und Plywood. Nice, wurden Chat nehme ich mal mit. Oh, hier ist ein Chainsaw. Ja, ja. Erstmal mitnehmen. Ah, oh, da ist ein DMM-Magazin drin. Hier an die Wooden Crates. Ich wette, da ist die ganze Munition drin. Manch irgendwie noch eine. Und dann. Ne, die Building Supplies sind ja nicht hier.
Wir können auch einfach eine Leiter nach oben bauen. Die haben doch bestimmt hier eine Leiter. Stimmt, die haben ganz viel Lumber. Ich crafte mal schnell eine Leiter. Wieso liegt hier eigentlich ein Briefcase auf dem Boden? Keine Ahnung, ich hab's nicht da hingelegt. Das hab ich aus Versehen da hingelegt. Wollte ich es gleich wieder aufheben. Ja, mit Silber. Craft Wood Ladder. Wo ist hier eine Workbench? Nee. Haben die nicht. Und die haben hier Plywood und Lumber. Mach erstmal eine Workbench. Ich wechsle mal von der PKP auf den Mod. Jo. Ah, wir können ja gar nicht bauen. Die Plotpole ist ja da oben. Irgendwie abreißen. Nein, wir kommen leider nicht an die Plotpole ran. Wir brauchen noch mehr Lagerplatz, oder wollen wir gleich nochmal wiederkommen? Dann verkaufen wir den Wotnik als letztes. Oh, wir haben gar keinen Platz mehr, oder? Wotnik ist voll mit Waffen ja, ja. Und Essen. Mhm. Wollen wir jetzt schon mal eine Fuhre verkaufen gehen? Dann nochmal wiederkommen? Bei nimm mal lieber das Briefcase hier auf, bevor es despawnt. Hast du nur ein Silber-Briefcase? Ja, ist nur Silber. Lass mal liegen. Wir brauchen doch nichts mehr. Ja. Ich meine, die andere Gun sind richtig cool. Ja. Da ist noch drin M240 Scope, noch coole neue Waffen, M1SC1. Richtig viel Gold. Locker zwei Briefcase, hoffentlich. Fahr mal im Wotnik bei Backseat mit, ne? Ja. Wer fährt den Wotnik? Mucka wahrscheinlich, ja. Oder? Er wird mit den Waffen aus dem Wotnik rausgetan, hier sind wieder zwei Plätze drin. Warte, ich nehme noch mal kurz zwei Sachen mit rein. So. Nimm mal die ganzen Taschen voll. Meine Tasche ist voll. Komm nicht mehr dran. Gunrig. VSS Windtutus. M14 Aim. Irgendwie nicht mehr an die Sachen gerade dran. Aber die M110 kann man glaube ich gar nicht verkaufen, die kann man glaube ich nur bei Bandit Trader verkaufen, die genau wie Labua, oder? Echt? Also auf jeden Fall war dann Overwatch Trader. Bei dem Dingens, da waren ja noch ja. Overwatch Rappen und Sniper. Aber, ja, aber M110 ist doch Das ist eine Overwatch Waffe. Nee. Doch. Nee. Hier liegen ja bei mega viele Waffen auch auf dem Boden, ne? Echt? Ah ne, Quatsch, ja, das ist der Wutten, Ja, lass schon mal einsteigen, jetzt erstmal die erste Fuhre safen. In deinem SUV ist noch ordentlich Dings drin. So ein Shred. Alle drin? Jo. Okay, dann müssen wir es düsen. Dem, 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 dem. Guck mal, was wir hier ist, wo wir gebaut haben. Lol. Mal, wenn hier so der Air-Construct ist, ne? Oder AI-Construct, ne? Weißt du, wo ich sagen würde, dass wir die Base bauen? Hier! Ne, ne, warte. Ach, guck mal, das ist wieder so ein Gelb. Das ist jetzt ein Gelbes. Das ist Geld, das Gelbe. Kann bis zu einem Briefcase drin sein. Oh, hier ist eine Mauer. Nice. Die Reifen schon mal richtig down, sieht man schon. Dass wir hier einfach so bauen. Toll. Guck mal, wir haben hier mega die Übersicht. Einfach hier? Ja, hier so. Alles in der Nähe, Airfield, dies, das. Okay, wir gehen erstmal das Blaue und dann das Gelbe looten. Okay. Da brauchen wir aber viele Leute mit vielen Äxten. Geht, ne? Nach jedem Server Restart haben wir zumindest dann schon mal die Bausachen. Ja, das ist gut zu wissen. Ich guck gleich nochmal nach, aber weil danach die Woche bin ich nämlich dann wieder nicht da. Ah, okay. Wieder Kurswoche. Mann, also jetzt wieder einsteigen. Ne? Was? Ey, sag mal, Mucka, ne? Gleich ist der Wort nicht kaputt. Hier ist wieder einsteigen. Alter, Mann, da besser noch besser als ich, ey. Hier vorne schon ein toter Zombie. Und da sind auch schon Zombies gespawnt. Hier ist irgendwo eine 100 Pro. Meinst du so am NBA? Sehen wir das?
Ach Quatsch. Ist da einer unten in der Feuerwehrwache? Ja, da ist einer, echt. Ja, stimmt. Du willst uns jetzt erschießen, oder? Leute, nice. Ich hab den nicht nice getroffen. Shot. Aber ich hab voll auf den gezielt. Warte, ich mach mal rum. Der läuft raus. Hinten raus. Auto! Rechts haben wir. Haben wir ein SUV. Der Zombie haut mich. Oh mein Gott, Zombie. Ich hab einen, ich hab einen! Nice. Da hinten ist einer. Einer blutet. Ah, Zombie schon nicht. Wir laufen so nicht an. Gehen wir eben in die Feuerwache. Okay, pass auf, oh, da war auch noch okay, einer. Okay, der SUV ist... Was? Ich sehe einen hinterm Humvee. Hit. Jo, jo, seh den auch. Der rennt los. Wohin? Nach links weg, hab ihn gehittet, der ist tot. Okay, ich töte jetzt die Zombies mit der M107, Alter, die kotzen mich mega an. So, jetzt kann ich mir eine Bandage nehmen. Ja, das ist noch ein Zombie. Ja, komm, Zombie, na? Wo glitscht man noch alles durch? Ich weiß nicht, ob da noch welche leben. Ich guck grad mal. Ich glaub nicht. Geh erstmal überprüfen. Geh mal hin. Ja, ich war auch mit dem. Ich war auch mit dem Auto drin. An der Feuerwehr war einer. Aber ich glaube, der hatte keine Waffen. Ja. Nee, der hatte keine Waffe. Ich glaube, hier ist keiner mehr. Was gut wäre, wenn einer von denen einen. Drei Leute waren das. Night Vision hätte. Oh, Large Gumbag. Steam, ja, ah, hast du schon genommen? Der yeah, Night Vision, Mucker. Welcher? Der hier. Unterm Humvee liegt der. Wenn ihr noch nicht. Guck mal kurz, was der hat, der weggelaufen ist. Ich kann den looten. Rangefinder, zack, Night Vision, zack, Session. Dem DMR hast du genommen? Ja, willst du die? Ich würde die gerne nehmen, weil die funktioniert mit dem Night Vision. Hast du in deiner Tasche? Nee, ist wieder in Leiche. Okay, dann kannst du dann die M107 noch mitnehmen? Ja, klar. Okay, super. Hier liegt noch ein British Assault Pack, falls keiner noch nicht so ein gutes Backpack hat. Ja, ich hab noch keinen guten. Der hat noch, was hat er noch im Backpack? Oh, der hat noch eine DMR im Backpack. Harry, willst du die haben? Nee, der hat hier noch Night Vision Goggles gehabt. Im Backpack. Ich heide die Leichen, die wir gelootet haben. Dann ne? Hat jeder jetzt Night Vision. Echt? Ich nicht. Ja doch, bei mir in der Leiche kannst du das nehmen. Mach noch die Kleidung mitnehmen. Ich hab in seine Leiche habe ich das Dings reingetan, das Night Vision. Alter, habt ihr meinen Humvee geguckt? Noch nicht, wollte ich gleich machen. Da auch nochmal 8 DMR-Magazine drinne. Also falls ihr meinen Brauperry jetzt auch eine DMR haben. Der eine Typ hat nur einen im Backpack genommen. Gehabt. Hast du den Rucksack genommen? Ja, den hab ich genommen. Ja, da hab ich mein Zeug reingeguckt, ich nehme wieder raus. Okay. Wenn du eine DMR haben willst, da liegt eine mit 8 Magazinen im Wotnik. Liegt noch eine PKP, da haben wir. Kinderblock. Night Vision habe ich bei mir im Backpack, ja? Perry? Ich habe jetzt auch Night Vision. Okay. Dann habe ich einen Ersatz Night Vision für Aufnahmen, ist ganz gut. Guck mal nochmal im Humvee nach. Aber schon das Wichtigste rausgenommen, die haben noch Ersatzreifen. Wollen wir den Humvee reparieren? Hatten die Schlüssel dabei? Ich glaube, die hatten keine Schlüssel, oder? Doch. 3 Gold sind sie noch, oder? Ich seh den Typen. Wo ist er? In den Tannen. Ja, er ist tot.
Ja, der hatte nur eine Flashlight equipped, also. Hier ist noch 3 OZ Gold, Perry. Nimmst du die mit? Weil du hattest ja, glaube ich, das ganze Gold. Ja, den Hami können wir stehen lassen. Gucken wir, dass wir noch ein bisschen weiter Action erleben. Auf wen schießt du? Nochmal kurz nachgeschossen. Einfach nur aus Prinzip. Könntest du eine SD-Waffe sein? Ja. Auf weiter Distanz auf jeden Fall mehr SD als. Eben, Hami ist auch Zeug. Also, hast du gesagt. Hast du das Gold jetzt doch rausgenommen? 2 Gold habe ich da rausgenommen. Was zu trinken, glaube ich, dich noch. Ich hab was zu trinken. Ich hab einen Red Bull und eine Soda Can. Ich repariere mal die Reifen, die hier ein bisschen kaputt gemacht hat. Den Reifen, lol. Was war das denn? Ich hab ein anderes Equip angezogen, aber das ist irgendwie beschissen. Egal. Habt ihr Kleidung? Vielleicht ein Tarn-Equip? Ich hab Gunner-Outfit. Ne? Guck mal im Auto. Kannst du ruhig haben. Gunner-Outfit? Etwas getarnte. Oh ja, das ist echt gut. So, dann kann ich die Option wieder runterdrehen und dann können wir weiter eigentlich. Also mit Night Visions war das ein super Loot. Mega, mega gut. Ja, genau das, was wir jetzt brauchten. Genau. Dann lass das Auto noch komplett kaputt schießen. Den haben wir. Ja. Ach, ihr seid doch nicht so mies, ihr habt eh schon alles verloren. Jo Leute, ich hoffe, die Folge hat euch gefallen. Wenn ja, dann lasst doch bitte einen Kommentar da oder einen Daumen nach oben. Hier oben habt ihr noch eine der letzten Folgen mit dem Captain Skooma und unten habt ihr die letzte DayZ-Folge. Haut rein, bis zum nächsten Mal.